Willkommen zu einem neuen Video, Leute. Und heute gibt es mal endlich wieder nach langer Zeit eine richtig geile Review. Aber das Ganze wird nicht von mir präsentiert. Ich habe da einen guten Kollegen eingeladen. Schaut mal zu ihm rüber. Was, Mann? Du meinst mich, Alter? Nee, du eigentlich nicht. Ich meine den da. Ach so, er meint mich. Ja, ja, schon klar, mein Freund. Natürlich, übernehme ich. Ja, was geht, Leute? Ich bin sein Zwillingsbruder. Und heute gibt es die Review zu Interspecies Reviewers. Ja, meine Freunde, wo soll ich da eigentlich anfangen? Interspecies Reviewers, alter Schwede. Ich habe den Anime auf Deutsch gesehen und ich muss wirklich sagen, die Synchro ist auf jeden Fall schon mal sehr gut gelungen. Peppermint wieder, man kennt es. Aber es gibt da so 1, 2, 10 Dinge, die irgendwie ein bisschen merkwürdig sind. Zum einen, was ist erstmal geil an dem Anime? Es ist einfach mal was ganz Neues. Heißt, es ist... wirklich, ich kann es gar nicht beschreiben, in welche Richtung das wirklich geht, weil es hat auch nicht unbedingt was mit Edgy oder so zu tun, weil es ist merkwürdig. Was ist die Handlung? Ganz einfach gesagt, da sind so zwei Typen und die besuchen in ihrer komischen Welt Bordells. Ja, und dann bewerten die da die Kreaturen. Na, ich nenne es mal Kreaturen und naja, ihr könnt euch ja schon vorstellen, was da halt passiert in diesen Bordells. Und die bewerten dann von 1 bis 10 und ja, die Leute lesen dann die Bewertungen und testen das dann selber aus. Das war's auch eigentlich schon. Ja, das kann ja natürlich nur wieder aus Japan kommen, wer hätte das auch wieder gedacht. Aber danke, dass das aus Japan kommt. Weil ich meine, es ist mal wirklich was Neues. Klar, die Idee ist komplett weird und bescheuert. Und ich will nicht wissen, was die Creator sich dabei gedacht haben. So, die sitzen da so, ja, hier ist das neue Projekt, ja, und so und so. Und die denken sich einfach nur so, Bruder, ich muss ganz schnell los, ne? Aber okay, der Anime wurde gefeiert. Er wurde natürlich auch da und hier negativ kritisiert. Aber zum größten Teil hat man da echt viel Positives auch drüber gehört. Und ich selber... muss da sagen, ich bin mir da gar nicht so richtig sicher. Denn einerseits muss ich sagen, hat mir das schon irgendwie gefallen, weil ich mal einfach was Neues in einem Anime-Format halt gesehen habe. Und auch so das Ganze wurde echt cool präsentiert. Also die Zeichnungen waren echt cool. Und auch die Charakter vom Design her fand ich sehr ansprechend. Okay, das hat sich falsch angehört. Ich meine mit ansprechend von wegen der Zeichenstil war cool, okay? Nicht falsch verstehen, Leute. So einer bin ich nicht. Das Geilste, was man aber sagen muss, war einfach James. Ja, ihr habt richtig gehört, James aus Pokémon. War jetzt nicht wirklich dieser James, aber eine Person, ich blende mal hier ein Bild ein. Es war halt wirklich eine billige James-Imitation. Und das for real. Ich meine, es ist einfach James gewesen. Ich habe wirklich, wir wussten das nicht. Ich habe das mit einem Kollegen geguckt. Wir gucken auf einmal und wir so, ey, der sieht doch aus wie James und so, ne? Die ganze Zeit wir so, das ist doch safe James, ne? Ja, hat sich rausgestellt, das sollte wirklich in irgendeiner Weise James darstellen. Geil. Sowas muss auf jeden Fall mehr gemacht werden. Sowas feiere ich einfach. Ich meine, ihr guckt euch einfach so einen übelsten, keine Ahnung, man kann das schon eher so Hentai-mäßig fast sag ich jetzt mal, ne, es ist kein Hentai, aber man könnte es schon fast als Hentai bezeichnen und da drin kommt einfach James von Pokémon, einer Kinderserie. Total geil. Also das waren wirklich die Stellen, wo ich wirklich diesen Anime für lobe. Saugeil, dass sie James eingebaut haben, damit hätte ich niemals gerechnet und auch einfach, dass man mal was anderes hat. Jetzt gibt es aber natürlich noch diesen negativen Punkt. Was ist da jetzt genau so, wo man sagt, ich bin mir nicht so ganz sicher. Story. Das Problem ist leider, von der Story fehlt jegliche Spur. Es gibt wirklich keine Story. Ich meine, irgendwie kann man sich das Ganze schon denken. Aber ja, es gibt halt wirklich nicht mal ansatzweise Story. Also es ist einfach da. Ihr könnt auch die erste Folge dann gucken und könnt dann die, keine Ahnung, 11. Folge gucken. Das macht eigentlich nicht wirklich einen Unterschied aus. Das ist halt so ein bisschen, wo ich mir denke, ja, da könnte vielleicht dann noch ein bisschen mehr kommen, dass man vielleicht noch wenigstens so eine kleine Story hat, wo das Ganze dann ein bisschen drauf aufbaut, weil ganz ohne Story, wird schwierig. Wer jetzt hier auch den absoluten lustigsten Anime überhaupt erwartet, der ist da komplett falsch. Der Anime ist an ein paar Stellen mal da und hier mal ganz witzig, aber wirklich in diese komplette Richtung Humor, in diese Edgy-Kategorie, dass ihr jetzt denkt, okay, ich gucke mir jetzt sowas ähnliches an wie Tool of Ruhe oder sowas. Das solltet ihr auf keinen Fall erwarten, denn das ist es wirklich nicht. Es ist halt echt so sein eigenes Genre, nenne ich es jetzt mal, eigentlich nicht, aber
wenn ihr den gesehen habt, wisst ihr vielleicht, was ich damit meine. Es ist halt so seine eigene Art und ich denke, das ist halt wirklich einfach so ein... Toll, jetzt geht unten das Handy an. Ernsthaft? Ernsthaft? Jetzt kriege ich vielleicht noch einen Copyright-Strike, weil man die Musik vielleicht davon hört. Nice, danke David Guetta. Toll, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Auf jeden Fall ist es eine 50-50 Sache. Es gibt bestimmt einige Leute, die sagen, wenn, boah, voll cool, es ist einfach mal was Neues, ich mag die Charakter und irgendwie kann ich mir den einfach gut geben, mal so für zwischendurch. Und ich denke, es wird auch einfach die Leute geben, die dann eher sagen, nee, ist nicht so meins, ich bin sowieso nicht dieser Gucker von so Edgys und anderen Sachen und sowas, auch wenn es jetzt kein Edgy ist, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es ist halt wirklich sehr schwierig und ich selber muss sagen, schaut ihn euch an, aber ich empfehle euch wirklich, den erstmal auf Japanisch mit deutschem Untertitel zu gucken. Und wenn ihr dann sagt, jo, den muss ich auf jeden Fall ein zweites Mal sehen, dann kauft ihn euch. Aber das ist jetzt kein Ding, wo man sagt, kannst du kaufen, problemlos, mach dir keine Sorgen, der ist gut. Ne? Das heißt nicht, dass er schlecht ist oder so weiter, aber das ist halt wieder so ein typischer Anime, wo man einfach sagen muss, dem gefällt einfach nicht jedermann. Ja, was kann ich da noch zu sagen? Ich würde jetzt sagen, sagen wir mal von 5 Sterne oder sowas, würde ich ihm 3 Sterne geben. Ich denke, das ist absolut in Ordnung, so 3 Sterne. Hm? 3 Sterne, Leute, das geht auf jeden Fall fit. Ich meine, 3 Sterne Hotel geht auch fit. Also nehmen wir da einfach so ein befriedigend 3 Sterne mittendrin so irgendwie. Ich wollte jetzt auch nicht 2,5, das hört sich ein bisschen zu schlecht an, deswegen 3. Er ist ja auch schon wirklich was Neues, deswegen hat er für mich auf jeden Fall schon mal eine höhere Bewertung. Weil ich meine, ne, wann sieht man mal wirklich was Neues? Und ja, es ist auf jeden Fall irgendwie cool, dass einfach mal sich einer an sowas getraut hat und sowas halt dann veröffentlicht hat. Ich selber hoffe auf jeden Fall auf eine zweite Staffel, wäre auf jeden Fall cool. Ich meine, ist klar, ne, wer will schon keine zweite Staffel, aber ich bin mir da auch sehr zuversichtlich, dass es eine zweite Staffel geben wird. Also ich denke schon, dass die auf jeden Fall eine zweite Staffel rausballern werden. Ja, meine Freunde, das war auch dann diese Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wundert euch nicht, wenn ich nicht so krass auf diesen Anime eingehe, von wegen, was eigentlich da genau passiert. Ich will euch nicht spoilern und einerseits habe ich auch gar keinen Bock, euch da jetzt irgendwie jahrelang was zu erzählen, was genau jetzt da passiert. Guckt es euch einfach selber an und ihr seht es, bei mir geht es halt wirklich einfach nur um die reine Bewertung, wie ich so den Anime finde, was ihn positiv, was ihn vielleicht etwas schlechter wieder macht und was ich so einfach dabei empfinde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr von solchen Videos mehr sehen wollt, Leute, wenn ihr mehr sehen wollt, dann dürft ihr auf keinen Fall den Daumen nach oben vergessen. Damit sind wir am Ende, meine Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich drauf. Haut rein und ciao.